servus, ich bin's wieder, Hendrik von JB Spielwaren, heute mit einem weiteren Set-Review zu Lego Monkey Kid, Serie, die gerade erst veröffentlicht wurde. Wir haben die Gelegenheit gehabt und haben gestern im Lego Store uns die Sets schon mal besorgt, damit wir sie mit euch, für euch bauen können. In diesem Set-Review-Video geht es um das kleinste, nämlich die Artikelnummer 80006, White Dragon Horsebike. 259 Teile, knapp 30 Euro kostet es und es sind vier Figuren drin, unter anderem auch der Monkey Kid und seine beste Freundin, die May. Und ja, das sieht actiongeladen aus, das Set, und jetzt gucken wir uns mal an, ob es auch das hält, was es auf der Verpackung verspricht. So, mit euch gemeinsam mache ich jetzt mal die Verpackung auf. Bei so einem kleinen Set dürfte ja nicht so viel drin sein. 250 Teile. 260 Teile vielmehr. Ein bisschen Staub ist auch mit dabei. Verpackung zur Seite. Wir haben zwei Bauanleitungen. Auch wie bei den anderen Sets überdimensional groß beschriftet. Im Comic-Style. Anscheinend vier verschiedene Bauschritte. Genau. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, oder der Stickerbogen ist irgendwo drin versteckt, kann ja nicht sein, dass es keine Sticker in diesem Set gibt, wo es doch bei den anderen so wahnsinnig viele gibt. Naja, den Stickerbogen, den suchen wir mal noch. Da ist er schon. Genau. Wir haben nämlich natürlich leider auch wieder einen Stickersheet. Gut, fangen wir an mit Tüte 1. Ich lege mal los. So, Bauschritte 1 bis 3 gingen recht schnell von der Hand, deswegen habe ich die mal in einem durchgebaut. Die ersten drei Tüten werden verwendet, um das Dragon Horse Bike, White Dragon Horse Bike zu bauen von der May. Man sieht es hier auch ganz gut. Man kann auch die Form des Pferdes, glaube ich, ganz gut nachempfinden. Man kann hier Flügel ausklappen. Mag auch oder soll auch eine Spielfunktion sein. Das heißt, das Ding kann fliegen auch, unter anderem, und klappt dann die Flügel so aus. Ich habe hier Stud Shooter. Ansonsten ist das, glaube ich, eine neue Felge, die guckt auf beiden Seiten so richtig unangenehm raus. Nichts, um am Bordstein einzuparken, glaube ich, aber so funktioniert es in der Welt von Monkey Kid wahrscheinlich. Ansonsten hier mit einigen Stickern gearbeitet und ja, das geht recht schnell, recht zügig von der Hand, ist ein solider Bau, mehr dazu später. Wir haben dann Monkey Kid. Hier auf seinem fliegenden Skateboard, hat einen anderen Kopf, ansonsten gleiche Figur wie bei dem Monkey King Warrior Mech. Auch da tolle Figur. Hier neues Haarteil, neue Köpfe, neue Kopfhörer, bedruckt doppelseitiger Oberkörper und Dual Molded Legs mit ganz viel bedruckten Details. Wir haben den Bob oder Snort, das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis hier, einer der Gegner. Der zweite wird gleich in Tüte 4 gebaut, mit einem neuen Helm vielleicht noch. Das sind ja die Bulls, die Gegner, die Bösewichte sozusagen, hier mit Pearl Dark Grey Oberkörper und Beinen, also nicht Dark Bluish Grey, sondern diese Pearl-Farbe. Und dann haben wir die May, die einmal hier in der normalen Version mit neuen Haaren, mit neuem bedruckten Oberkörper und bedruckten Beinen daherkommt. Doppelseitig bedruckter Kopf. Und dann hat man ihr sogar noch einen extra Helm spendiert, wenn sie nämlich auf dem Motorrad fährt. Hat ein cooles Schwert mit Drachenkopf. Der Drachen, dieser Schwertgriff ist auch bekannt schon von Ninjago, ist also nichts Neues, aber eine richtig coole Figur, die auch hier enthalten ist. Genau. So, und dann machen wir jetzt mal, ihr seht, Sticker sind noch reichlich übrig. Das heißt, wir bauen jetzt
mal die Festung der Bulls. Und damit geht's jetzt weiter. So, Tüte Nummer 4 habe ich fertig. Ihr seht die kleine Fortress oder die kleine Wegelagerung hier der Bulls. Und jetzt weiß ich auch, wer Bob und wer Snort ist. Nämlich der Bob ist der, der hier sein Horn einmal falsch rum hat. Und Snort ist hier der, sag ich mal, der aufgepasst hat, wie er seinen Helm zusammensetzt. Richtig. So, das hier haben wir uns alles schon angeguckt. Ganz kurz, es geht hier um eine Schanze, die gerade von den Bulls sozusagen belagert wird bzw. gesperrt ist. Hier habe ich Stud-Shooter auf einer sich drehenden kleinen Basis und hier oben die Abzeichen der Bulls. Die zwei Figuren hier, gucken wir uns jetzt gleich mal im Detail an, sind ja mit dabei. Ansonsten geht es natürlich darum, dass die unsere Helden hier durch wollen und ja. Immer wenn zwei Parteien in einem Set vorhanden sind, gibt es ja die Möglichkeit, dass mehrere Kinder zusammen spielen. Von daher passt das, denke ich, sehr gut. Ja, schauen wir uns das Set mal im Detail an. Es sind vier Figuren drin, was ich für 29,99 € super finde. Kennen wir auch anders von Lego teilweise, wo nur zwei Figuren drin sind. Alle Figuren sind total detailliert. Monkey Kid hier hat einen doppelt bedruckten Kopf. Ansonsten ist alles bedruckt, was irgendwie bedruckt werden kann, mit Ausnahme der Arme. Die Freundin, die May, hat hier einen Motorradhelm, wenn sie Motorrad fährt. Und ansonsten hier das neue Haarteil für sie, das auch ganz nett aussieht. So typisch asiatisch, wie man sich das vorstellt. Mag jetzt ein Klischee sein, aber so kommt es mir ein bisschen vor auch. Etwas überzeichnet teilweise hier. Und dann haben wir unsere beiden Bulls, die Teil der Armee vom Demon Bull sind, die Gegner unserer Helden. Ja, was ansonsten das Set angeht, vielleicht als kleines Fazit, hier hinten im Hintergrund seht ihr noch die Ersatzteile. Ein solides Playset, kann man sagen. Nichts wahnsinnig Spektakuläres kann man aber für 30 € auch nicht erwarten. Es reiht sich so perfekt in diese 30 € Ninjago-Sets ein, die dann immer zwei Gefährte von Zane und Zanes Schneemobil oder sonst irgendwas mit dabei haben. Gehört für mich in die ähnliche Kategorie. Als Starter-Set für Monkey Kid für die Kinder sehr geeignet. Ja, das soll es soweit gewesen sein zu dem Set. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Like, folgt uns auch. Wir haben regelmäßig Set-Reviews. Wir verkaufen natürlich auch Sets und ihr könnt mal bei uns im Shop vorbeischauen. Ansonsten sage ich Ciao, Hendrik von JB Spielwaren.